Jo, Freunde, herzlich willkommen da draußen. Eine neue Interviewrunde. 666 Sekunden Interview heute mit Zytotoxin aus Chemnitz. Hallo Jungs. Moin. Grüße. Wir grüßen euch. Frohe frei. Ihr habt ein neues Album rausgebracht. Wann, wie, wo? Erzählt mal was dazu. Nuclear Earth, letztes Jahr weltweit. Und das. Und alles hat im Kohlekeller-Studio begonnen. Sehr gut. Das typische Thema von euch, Tschernobyl? Ja. Da habe ich gleich eine Frage dazu. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Tschernobyl? Ja, wir haben schon gemerkt zu Beginn, das wird ziemlich brachiale Musik, die halt nach Alarm klingt. Und irgendwie hat dann das Thema Tschernobyl so sich ganz gut veräußern lassen, akustisch, und wir fanden das alle irgendwie sehr inspirierend. Auch lokal sind wir da ein bisschen näher dran, und 86 ist so mein Geburtsjahr, irgendwie ist es wahrscheinlich dadurch hängen geblieben. Und ja, es ist ein sehr inspirierendes Thema, was sehr viel Verantwortung für uns bedeutet, und ja, nach wie vor auf jeden Fall auch präsent, das Ganze. Mhm. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wie geht ihr denn davor? Ich denke, vieles beginnt erstmal mit der Musik. Wir versuchen, Musik zu schreiben, die technisch, die brachial, aber auch immer so Alarm- und Sirenenartig ist. Also immer auch so ein gewisses Unbehagen macht. Und das ist diese musikalische Komponente. Und Krimo, kann was zu den Texten sagen? Ja, also auch dann versuchen, dort die Geschehnisse, die aktuell in Tschernobyl dort auftreten, also gerade die Renaturierung, dass dann der Wolf wieder zurückkehrt, oder einfach auch dann die Atommüllverwertung, oder dass da Giftfässer ins Meer geschmissen werden und so weiter, oder zumindest dieses Wasser aus dem Reaktor wird ins Meer geleitet. Das sind ja Dinge, die kann man aktuell aufgreifen. Und die lassen sich ganz gut in das Ganze mit einbringen. Und auch live dann mit Giftfässern und Gasmasken lässt sich das alles ganz gut rüberbringen. Mhm. Ja, das ist das Wesentliche. Was ist denn zuerst da, der Text oder die Musik? Die Musik, würde ich sagen, oder? Das kann man schon so sagen. Ja, meistens schon. Und trotzdem habt ihr jetzt hier im Vorgespräch erzählt, dass ihr ja doch ein bisschen ungewöhnlich aufgenommen habt, ne? Dass nicht erst so komplett der Song musikalisch stand, dann der Gesang drauf kam, sondern dass es ein bisschen anders gelaufen ist. Wie denn? Die Vorproduktion, die steht natürlich. Das heißt, wir schreiben die Gitarren, wir programmieren ein Schlagzeug mit dazu, und so kann dann Krimo erstmal seine Vorproduktion mit den Vocals machen. Dann gehen wir ins Studio, wir haben dann die Gitarren schon fertig aufgenommen, die werden dann bloß noch gereampt, und zu den gereampten Gitarren wird dann der Gesang gemacht. Und anhand des Gesangs und der Gitarren kann dann unser Schlagzeuger sein Schlagzeug dazu einspielen. Und das hatte eben gerade bei der Nuclear Earth Session den Vorteil, dass der Gesang einfach viel mehr Raum bekommt und dass sich andere Instrumente mehr nach dem Gesang richten und nicht der Gesang einfach so über einen fertigen Song drüber gebügelt wird, wie es halt meistens so üblich ist. Das ist ja auch dann mit der Wortwahl sicherlich ein bisschen einfacher, ne? Weil sonst mag es ja manchmal rhythmisch so sein, dass man bestimmte Wörter gar nicht nehmen kann. Ja, aber dann sind wir eigentlich ein ganz gutes Team, gerade mit Fonso gemeinsam und auch im Studio mit unserem Produzent, mit dem Christian aus dem Kohlekeller. Mit dem Kohle, der hat da auch mal Ideen, was so rhythmisch oder metrisch einfach auch punchy ist, was gut im Gedächtnis bleibt und was einfach auch gut wirkt. Und da ist der letzte Schliff dann immer auch von ihm noch wichtig. Deswegen, ist auch das nur ein schönes Arbeiten mit ihm gemeinsam, das dann zu Ende zu feilen und dem Ganzen noch das gewisse Etwas zu geben. Das ist, wie gesagt, die Vorgehensweise finde ich faszinierend, weil ich habe das erste Mal so gehört. Ist vollkommen logisch, wenn man das so sich überdenkt. Wo habt ihr denn aufgenommen? In welchem Studio? Das ist das Kohlekeller-Studio, und das befindet sich in Seeheim-Jugendheim, also in der Nähe von Darmstadt, und dort haben wir jetzt mittlerweile auch schon zum dritten Mal aufgenommen. Mhm. Also angefangen hat es mit der Radiophobia 2012, und das Arbeiten war einfach so gut, dass wir das bis jetzt beibehalten haben, und wir fühlen uns dort wohl, man hat dort Platz, kreativ zu sein, und Kohle ist einfach ein Spitzenkerl, der Ahnung hat von der Materie, der uns unterstützt, und aufnehmen mit ihm ist wie, als wenn man ein neues Bandmitglied einfach dazu bekommt. Er denkt sich da so rein, er hat eine gewisse Vision und hilft uns, das eben umzusetzen. Wenn ihr doch relativ weit weg von zu Hause aufnehmt, wart ihr da
mehrere Wochen da oder eine Woche da oder immer nur so wochenendweise? Normalerweise sind es schon so 2 bis 3 Wochen, die wir dort verbringen. Diesmal muss man es aufteilen auf 2 Sessions, weil das Schlagzeug dann später noch mit dazu kam. Aber normalerweise sind es schon 2 bis 3 Wochen dort und nehmen das Album. Ist euer 4. Album. Ihr seid ja nun auch viel unterwegs. Was ist denn so eure bisher wirklich die Tour gewesen, wo du sagst, da, das ist schön, dass ich das gemacht habe? Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist dann die Tour mit Aborted, Benighted und Cryptopsy, weil das nicht bloß prägende Musiker für uns sind, sondern einfach auch Kunstkerle, mit denen wir einfach auch eine schöne Zeit haben kann, neben dem professionellen Arbeiten zusammen. Und das war einfach mit diesen, ich weiß nicht, wie viel waren es, 28 Auftritte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es waren. 26. Aber das war wirklich, es waren tolle Bühnen, es waren viele Leute, es war immer viel los. Selbst wir als Opener-Band hatten meistens schon volle Häuser dort oder viele Leute vor der Bühne. Es war einfach eine total schöne Zeit und für uns sehr, sehr einprägsam, das Ganze. Auch eine Tour, die sehr weitfassend war. Wir waren in so vielen Ländern in Europa unterwegs und das Feedback war überall so positiv. Es war schön, mit so vielen Leuten zu interagieren. Mhm. Erzähl doch mal, wo wart ihr denn? Ja, angefangen hat es in Niederlanden und dann ging es nach Frankreich, dann weiter runter, Spanien, Portugal und dann mehr so wieder dann Richtung Mitteleuropa. Also Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowenien. Wir haben auch teilweise auch Abstecher Richtung Polen gemacht. Wir waren wir waren mal wieder seit langer Zeit in Dänemark. Das also hat auch sehr gut getan. Kopenhagen ist, glaube ich, die Show, die mit zu meinen Top 3 gehört auf der Show. Es war wirklich sensationell. Ja. Die Leute dort. Wahnsinn. Cool. Gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, so was die Fans angeht? Oder sagt ihr, ja, die sind ungefähr alle so gleich? Also ich würde vielleicht mal sagen, dass es auch abhängig davon ist, wie oft man ein Land spielt. Gerade so in Dänemark, die dann schon lange auf uns warten müssen, oder gerade in UK, dass wir da mal rüberfahren, ist ein Unterschied, als wenn du halt öfters in Deutschland auftrittst zum Beispiel. Ne? Also wo man dann sagt, okay, es gibt eine gewisse Sättigung einfach dann auch, was die Leute, die halt auch Bands beobachten. Aber gerade die Länder, die halt sehr lange auf uns warten, da hat man schon das Gefühl, ich hatte nämlich auch auf der Tour, dass wir auch in Italien gespielt haben, das war unsere erste Show überhaupt dort. Da hat man schon einen gewissen Hunger gespürt und einen sehr großen Enthusiasmus. Mhm. Und das mit den Vorbildern, ne, wo ihr sagt, man, da haben wir mal ja auch aufgeblickt zu denen und mit denen dann am jeden Abend auf der Bühne. Ist doch schon eine geile Sache, ne? Ja. Absolut. Ich könnte mir selber auch nichts Schöneres vorstellen, als dann tatsächlich mal so auf Idole zu treffen und die dann so ganz privat zu erleben und natürlich auch von denen zu lernen. Also gerade so bei Aborted, wie professionell die einfach sind, wie dieser Spirit da so entsteht und einfach so zu sehen und zu erleben, wie die so miteinander agieren und die jeden Abend einfach das Beste rausholen und die Menschen zum Headbang bringen, das ist schon was Besonderes. Aber die auch wissen, dass es wichtig ist, dass eine Lockerheit dazu gehört, das ist auch entscheidend, dass du trotzdem sagst, du musst es genießen und die Leute merken, dass, ob du das genießt, was du machst auf der Bühne, das ist auch entscheidend. Wären da aber nicht auch manchmal so Vorstellungen zerstört, so was man sich vielleicht so in seiner Fantasie zurechtgelegt hat? Vielleicht in Bezug auf das Studio, gerade wenn man dann Bands hat, die einen geprägt haben und dann weiß man, wie die im Studio überhaupt erstmal gearbeitet haben, dass da hier und da halt auch, dass die genauso zu kämpfen haben, was ich mit Stimmenproblemen oder mit, was weiß ich, gewissen Stellen, die einfach auch schwierig zu spielen sind oder wo produktionsmäßig viel gemacht werden muss, da merkt man einfach, okay, das menschelt halt dann und das zeigt einfach, dass es alles eine Familie ist und das ist vielleicht das, was ein bisschen geerdet hat in Bezug auf mich jetzt. Das glaube ich, ne? Dass man dann wirklich auch merkt, die kochen auch nur mit Wasser. Dass die auch mal live mal Pech haben können mit einem Soundmann oder mit einer Location oder was weiß ich, dass da irgendwie einfach auch Probleme, die man gemeinsam im Team natürlich auch schön bewältigen kann, dass es die auch alle betreffen, dass da alle in einem Boot sitzen, das macht ein schönes Teamgefühl auf jeden Fall. Wie kriegt ihr denn, wenn ihr solche langen Touren macht, das mit Familie und Beruf hin? Ja, meistens bedeutet das, dass wir uns Urlaub nehmen, so dass dann eben ganz normal, ne? Also manche fahren dann eben irgendwo hin, machen
Familienausflug und für uns ist es dann eben Urlaub heißt, auf Tour zu gehen. Und das ist sicherlich auch einschneidend, gerade für Partnerinnen und Partner. So, aber das gehört halt so dazu. Das ist unsere Leidenschaft, das ist das, was uns antreibt und das muss man dann eben einfach in Kauf nehmen, auch wenn es halt manchmal ein bisschen schmerzt. Mhm. Ja, du brauchst auf jeden Fall ein tolerantes Umfeld, aber wenn die halt wissen, das ist dein Lebenswerk, dann, und man holt sie auch mit ins Boot und erklärt, warum das auch wichtig ist für einen, dann gibt es eigentlich auch eine schöne Unterstützung, die habe ich zumindest erfahren. Und das ist jetzt das Wort zum Sonntag sozusagen. Wir sind nämlich schon wieder zu Ende mit dem Interview. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ich wünsche, dass ihr noch viele Alben aufnehmen könnt, dass wir euch bald mal hier in Hannover live sehen können. Wir geben unser Bestes. Danke dir. Vielen Dank. Alles klar. Jo. Ahoi. Ciao.